So, und jetzt, wie sieht's aus, Kaylin? Wir haben eine legendäre Mannschaft. Höchste Zeit, Geld zu verdienen, nicht wahr? Ich stimme zu. Was jetzt? Jetzt können wir mit der echten Herausforderung beginnen. Dem Beutezug. Das Ziel ist Bosek. Dieser schleimige Bastard wird endlich bekommen, was er schon lange verdient hat. Wir werden ihm seine Transportlogbücher stehlen. Seine Transportlogbücher sind der Schlüssel zu einem Vermögen, mein Freund. Darin sind Aufzeichnungen über jedes Schiff, das hier angelegt hat. Jede Ladung, die hier gelöscht wurde. Und jedes bisschen Schwarzgeld, das Bosek eingestrichen hat. Aha! Diese Aufzeichnungen sind ein Vermögen für König Faharajat wert. Sie sind der schriftliche Beweis, dass Bosek die Befehle des Königs missachtet und nicht damit aufgehört hat, bretonische Handelsschiffe zu überfallen. Wenn diese Papiere in seinen Händen sind, kann der König drohen, Bosek zu vernichten, falls er sein Treiben fortsetzt. Auf jeden Fall. Sein Gesandter steht jetzt schon am Dock und wartet. Sobald wir ihm die Transportlogbücher aushändigen, gibt er uns ein Vermögen in Gold. Das Problem wird nur sein, in Boseks Palast zu gelangen, um die Logbücher zu stehlen und wieder mit ihnen dort rauszukommen. Das ist eure Aufgabe. Okay, wie mache ich das? Als erstes müsst ihr euch die Verkleidung eines Dieners besorgen, um in den Palast zu kommen. Das können wir ja. Die Papiere in der Kassette sind in der obersten Etage. Bosek hat den einzigen Schlüssel. Schüttet dieses Pulver in sein Getränk, dann schnappt euch den Schlüssel. Und dann? Die Kassette wird ständig bewacht. Die Wache ist zwar nicht allzu helle, aber der Mann wird trotzdem Alarm schlagen, wenn jemand versucht, die Kassette zu öffnen. Kümmert euch unauffällig um ihn, ohne Blutvergießen. Bis ihr mit den Papieren zurück seid, haben Lambor und ich das Schiff fertig zum Ablegen gemacht. Ich bin bald wieder zurück. Sehr schön. Okay, oh, hier kriegen wir... jetzt kriegen wir noch Infos. Instruktion, was wir zu machen haben. Wow, ich könnte mir jetzt hier Weizen klauen, aber dann würde ich verrufen werden. Dann würden sie sagen, nee, meld das. Sowas macht man aber nicht. Hier bei Dunfischen, Freunde, kann man auch unter anderem Rechtsklick sagen und benutzen. Was macht man dann? Dann schnitzt man den Fisch einmal und man kriegt daraus ein Fischfilet. Am besten sehen wir das hier. Fisch. Da sehen wir es. So. So einfach sieht das aus. Zack. Und zack. Und ich sag einfach mal hier, das trinken wir auch mal. Na zdrowie. Zum Wohl. Auf Russisch. Das können wir schon. Und dann zerstören wir es einfach. Meine Problematik ist leider nur die, ich bin jetzt keiner, der sich irgendwelche Add-ons eingespielt hat. Diese magischen Effekte, die sieht man leider nur hier unten. Ja, also nur in diesem Charaktermenü. Das finde ich ein bisschen schade. Ein bisschen fail. Aber naja, passiert. Ist nun mal so. So. Das hätte man vielleicht nochmal irgendwo hier verankern können, dass man das unten rechts oder irgendwo so ein kleines Symbol sieht hier von wegen positiver Effekt. Wir sind ja ein ganz schön bunter Haufen, nicht wahr? Was haltet ihr von Kapitän Kellins Plan? Sie hat recht. Ihr werdet eine Verkleidung brauchen, um auch nur in die Nähe von Bosek zu kommen. Zum Glück habt ihr mich. Gebt mir nur Bescheid und ich kann dafür sorgen, dass mein Palast die Kleidung eines Dieners für euch bereit liegt. So. Und der hier? Ein herrlicher Tag für eine Bootsfahrt, nicht wahr, mein Freund? Besonders, wenn ich dadurch von diesem Felsbrocken hier wegkomme, bevor Bosek mir den Kopf abschlägt. Ja, dann könnt ihr mir helfen, an Boseks Kassette heranzukommen? Bosek hat den Schlüssel immer um den Hals. Das wird ein Kinderspiel, ihn zu stehlen. Ich hole den Schlüssel von Bosek. Trefft mich hinten. King Yu, okay. Und der hier? Oh, ja, hallo. Das ist faszinierend. Wusstet ihr, dass die Dwemer Geräte zum schnellen Zerkleinern von Obst hatten? Wow. Ich kann vielleicht meine Hilfe bei der Wache anbieten. Ihr wollt lautlos mit ihm fertig werden, richtig?
Ich habe dieses Gerät aus Shepper ausgebaut. Wenn man es drückt, löst es einen betäubenden Schock aus. Wenn ihr es für mich testen würdet, vorzugsweise am lebenden Objekt, wäre ich euch sehr dankbar. Ihr habt dieses Gerät aus Shepper ausgebaut. Okay. Damit würden wir ihn nicht töten, ne? So, bei dem einen würde er den Schlüssel klauen. Ich nehme den hier. Dann kann er seine alte Rechnung begleichen. Bosek hat den Schlüssel. Holt eure Verkleidung und trefft mich hinten. Überlasst Bosek mir. Wir sind ja ein ganz schön bunter Haufen. Sie hat recht. Ihr werdet eine Verkleidung brauchen, um mit Vergnügen. Trefft mich draußen. Achso, ich kann alle nehmen. Oh, ja, hallo. Das ist faszinierend. Ich kann vielleicht mal... Ich habe dieses Gerät aus... Lasst mich wissen. Ja, okay. Gut, ja. Also ich kann mit allen einfach mal sprechen und dann passt das schon. Ich dachte, ich kann nur einen von den dreien nutzen. Aber okay, anscheinend ja nicht. So. Hier. Genau. Dann gehen wir mal eben dahin. Auf, in Richtung was auch immer. Dies dauert länger, als ich angenommen. So. Und ich sag mal, ich hoffe, ich habe richtig entschieden mit diesem Speer. Ich gehe mal felsenfest davon aus. Denn wir haben einmal den Grundschaden von dem Speer. Plus unseren Waffenschaden, der dann noch dazu kommt. Denn das ist. Denn das ist immer so ein bisschen, bisschen problematisch mit diesem. Naja. Von wegen. Mir fehlt das Kämpfen. Ihr seht so aus, als ob ihr einige Kämpfe erlebt habt. Ja, auf alle Fälle mit diesem, dass du um 40% mehr Schaden, eventuell mehr Schaden machst, bei einer bestimmten Reichweite. Also ich glaube, bei so einer Aussage habe ich dann immer das Glück, dass ich genau einen Meter zu nah an den Gegner dran stehe. Na, sieh an, wer da zu Besuch kommt. Oh ja, probiert mal diese an. Ich bin sicher, sie wird euch passen wie angegossen. In der Zwischenzeit werde ich meine Durchsuchung des Palasts fortsetzen. Ja, okay. Gucken wir mal. Ruhe eines Dieners. Hallo, ich bin ein Diener. Meldet, ihr Diener, kommt sofort. Mit Schild und Schwert und Stab und Klinge werde ich euch ein Scheiße singen. Sehr gut. Das erinnert mich immer an diese... Oh, die für Zelda Squads Online unter anderem gesungen hat. Oder für Skyrim. Mirana oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Bei Onsis Knochen. Was denn jetzt? Habt ihr überhaupt mal einen Bosek gesehen? Hat euch auch angeschrien, oder? Ja. Ist gerade da rausgegangen, um sich mit den neuesten Schlampen vom Festland zu vergnügen. Beeilt euch lieber und schenkt ihm nach. Ihr wollt ganz sicher nicht, dass er auf dem Trockenen sitzt. Leb wohl. Okay. Dann wollen wir mal da runtergehen und dem ordentlich einschenken. Auf jeden Fall. Der kriegt ordentlich was an seinen Becher gefüllt. Was hast du jetzt hier gemacht? Ist hier gerade jemand abgestochen oder was? Hat sich gerade so angehört. Rohlederhelm. Rot und blau mit Stab und Klinge. Hat hier schon wieder jemand abgestochen? Das ist ja unerhört. Unerhört, sage ich euch. Sehen wir hier auch ein paar Schlampen? Es ist Wochen her, seit ich an einem Kampf beteiligt war. Ey, guck mal, ein Dönerspieß! Hier, guck mal, ein Dönerspieß! Wie geil! Schweinefleisch! Ja, Schweinefleisch! Das ist kein Schweinefleisch, Mann, das ist Lamm! Hier, Lammkebab! Meine Fresse! Hier gibt's sogar einen Dönerspieß! Sehr gut.
Oh, ich möchte auch mit bei sein. Ah, mein demütiger Diener. Gerade rechtzeitig. Mein lieber Freund Oberhaupt Bosek erholt sich von seinem Intermezzo mit diesen beiden lieblichen Damen. Mit denen hat man alle Hände voll zu tun. Und man weiß gar nicht, wo man als erstes hinguckt. Warum bringt ihr den Schlüssel des guten Oberhaupts nicht zur sicheren Verwahrung nach drinnen? Und das werde ich tun. Ja, und der Typ, der macht noch mal sich einen schönen, warte mal. Ja. Sit. Ja, okay, nee, das sieht ein bisschen schwul aus. Machen wir mal Sit 4, 3 oder... Na Mädels, wie sieht's denn aus mit euch? Hi! Oder haben wir hier auch Sit 4? Gibt's das auch? Oh, yes, Baby. Mm. Oh, huch. Ach, guck mal, der pennt da. Ach so, und ich dachte, der kann dann... Ich dachte, der hier... Giancana, der kann dann sich nochmal rächen an dem Bosek. Aber das würde ja auch keine, das würde ja uns auch nichts bringen. Denn dann kann man ihn nicht mehr, verarschen. Also damit meine ich dementsprechend, man kann ihn nicht dahingehend erpressen. Ach, guck mal, den haben wir... Ach, das war... Wir haben ihn geschockt. Ah, geschockt. Mit unserem Anwesen. Ah. Ja, wir haben ihn wirklich geschockt mit unserer Schlauigkeit. Super Sache. Und jetzt flüchten wir ganz einfach. Wir flüchten! Wir flüchten! Raus da! Beide dich! Was bin ich eigentlich für ein Dummlack? Dafür hab ich doch hier mein Geld ausgegeben, damit ich ein Pferd habe. Ja, pay to win. Ich bin eigentlich einer, der das hasst. Ja, aber ich habe das eigentlich nur gemacht, damit ich hier diese geile Statue bekomme. Ich musste gerade nochmal über meinen Fernseher gucken, wie sie dort thront. Der Molag Bal, der einen Krieger in der Hand zerdrückt, wie eine Schabe. Sehr episch. Kann ich echt nur empfehlen. Sieht cool aus. Werter Freund, willkommen zurück. Bringt ihr gute Neuigkeiten? Ja. Hier, Tarwab, die Schiffsbücher, die Boseks Missachtung der königlichen Dekrete belegen. Ich hoffe, die werden jetzt hier nicht verarscht. Okay, dann gehen wir mal. Vollkommen. Okay. Und ich glaube, wenn wir die Quest absolviert haben, dann kriegen wir das hier auch ausgefüllt. Dann haben wir das auch ausgefüllt. Hoch mit euch. Alle Mann an Deck. Bereit zum Ablegen. Ach, guck mal, hier sind sie alle. Hier sind sie wirklich alle. Endlich! Zurück nach Bethnik! Ich habe meinen Clan vermisst! Sprecht mit der Mannschaft, bevor wir nach Bethnik aufbrechen. Lernt sie kennen. Das wird eine lange Reise. Okay, ich bin bereit aufzubrechen. Setz mir die Segel. Leb wohl. Warte mal, ich sag erstmal. Nun gut, ich werde die Mannschaft kennenlernen. Wenn es eine Sache gibt, die mich Meister Kassan gelehrt hat, dann ist es, dass man am Leben bleibt, wenn man sein Schiff und seine Mannschaft kennt. Scheint, als ob ihr eines Tages ein guter Kapitän werdet. Aber ihr werdet euer eigenes Schiff finden müssen. Lebt wohl. Okay. So, sprechen wir können wir... Sehr gut, okay. Also wir können jetzt hier noch die Quest abschließen, aber ich möchte noch mal eine Sache testen. Ich möchte noch mal in den
Osten, in den Westen dieser Stadt und dort nochmal gucken, was wir dort an Möglichkeiten haben. Wir müssen da nochmal gucken. Ich bin neugierig. Ich möchte mal sehen, was wir da für Möglichkeiten haben. Und wo wir dann als nächstes hinfahren, ja? Wir haben ja dann diese Map wirklich zur Gänze abgeschlossen, was ich sehr gut finde. Dann kann man nämlich hier mal einen Cut sagen, Cut ziehen und sagen, hier, okay, haben wir alles gemacht, gemeistert. Easy. Und dann brauche ich mir auch keine Gedanken mehr machen, dass ich hier vielleicht noch was vergessen habe. Ich hoffe bloß, dass wir irgendwo noch einen Erfolg bekommen, von wegen alle Quests abgeschlossen in Blums, Blums, Blums. Das könnte ich mir noch gut vorstellen und hoffe auch, dass wir da dahingehend irgendwo noch eine Meldung bekommen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ja. Dann schließe ich das trotzdem so für mich ab. Was ist das da zum Beispiel? Ach, das ist... Ach, guck mal, da sind wir rausgekommen. Als wir dem einen Typen da geholfen haben, hier dem Simbad. Da haben wir Pilze. Ah, guck mal, da ist zum Beispiel noch eine, ja, Sehenswürdigkeit. So, okay. Das hätten wir. Da vorne ist noch eine Sehenswürdigkeit, das wusste ich. Das wusste ich. Also das hatte ich voll im Urin, dass da noch irgendwas sein muss. Denn hier wäre... Also hier hätte ich als Programmierer auf der Karte nicht eine Ruine eingezeichnet, ohne dass da irgendjemand hinläuft, ja. Also, ohne dass da was ist. War doch irgendwie abzusehen, oder? Das muss man gesehen haben, Freunde. Das muss man gesehen haben. Was auch immer da sein soll. Die Säule der singenden Sonne entdeckt. Apropos, wir müssen ja noch den einen Schatz finden, wa? So. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo... Guck mal, hier haben wir noch eine Spitzhacke. Aber ein blaues Buch. Blau leuchtendes Buch haben wir hier leider nicht, ne? Nee. Hier haben wir noch Eisenerz. Mir ist gerade noch eingefallen, wir haben noch die Quest, die indirekte Quest mit dieser, mit diesem Schatz. Finde den Schatz. Wisst ihr wie? Wisst ihr, wen ich meine? Rein theoretisch hier. Ich habe eine Kiste. Ich muss den Stern von Heilighafen finden. Um den Hinweisen zu folgen. Findet den Anfang der Spur. Also. Heilighafen. Das hier. Das ist der Stern, sag ich dir. Oder das. Ich kann mich ja mal... Oh, ich bin so snob, Alter. Ich porte mich einfach mal. E. Porten. E wie easy. So. Ha. Wie ha ha ha. Okay. Ich habe auch schon so eine Idee. Eine Intention. Wie ich das am besten angehe. Eine Ahnung. Eine leichte Ahnung. Ich stelle mich hier hin. Das ist für mich jetzt der Stern. So, ich glaube, dieser eine Erfolg, den müsste ich mir dann auch nochmal angucken. Der hat uns gerade gesagt, dass wir alles entdeckt haben, was es hier zu entdecken gibt. Ja, ja, doch, das ist der Stern. Das ist, sieht sehr danach aus. Das ist
der Stern sein könnte. Ich sollte einfach ins Wasser gehen und dem Trauerspiel ein Ende setzen. Nee, das ist doch nicht der Stern. Weil ich bin nämlich davon ausgegangen. Stellt euch auf den Heilighafen Stern. Heilighafen Stern. Was kann als Heilighafen Stern gelten? Die Insel? Findet den Anfang der Spur. So. Denn. Ach scheiße. Haben wir noch den Zettel da irgendwo? Ich habe eine Kiste an dem Schiff. Schaufel sowie Anweisungen, die von dem gewissen Kapitän Isard verfasst wurden. Angeblich enthalten sie Hinweise auf einen Schatz, der auf Stross M'Gay vergraben wurde. Ich muss den Stern von Heilighafen finden, um den Hinweisen zu folgen, die Kapitän Isard hinterlassen hat. So. Der Stern. Oh, wisst ihr was? Was ist denn der Stern von Heilighafen? Hallo. Was ist denn der Stern von Heilighafen? Ich bring mal bloß eine Geschichte an. Die drei Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern folgten. Sie folgten dem Licht. Und das Licht ist der hier. Gehe ich mal davon aus. So, du stellst dich auf den Stern und blickst in Richtung des Kriegers oder des mit dem rechten Arm hebenden Typen da. So, hier kannst du auch nochmal da den Leuchtturm öffnen. Ja. Fehlt den Anfang. So. Nordwesten von Schrein findet den Krieger. Findet den Krieger. Also für mich wäre das der Krieger. So. Ich habe eine Kiste. Ich muss das Tor des ewigen Wächters herum. So. Ich muss um das Tor des ewigen Wächters herumgehen, dass man vom Leuchtturm von Heilighafen aus sehen kann, bis ich einen Schrein erreiche. Dann gehe ich weiter nach Nordwesten bis zu einem Orientierungspunkt, der im Brief der Krieger genannt wird. Ist das... das war scheiße. Ja, hier. So. Ja, da bin ich gerade versehentlich runtergefallen. Tut mir leid. Ja. So. Also, ich würde ja mal sagen... Das könnte das Tor sein. Das sieht ein bisschen aus wie das Brandenburger Tor. Warte, wie war die Formulierung? Ich muss um das Tor des ewigen Wächters herumgehen, dass man vom Leuchtturm von einem Heilighafen aus sehen kann. Bis ich einen Schrein erreiche, dann gehe ich weiter nach Nordwesten. Ja, okay. Dann gehen wir mal hier dran vorbei.
an einen Schrein. So, der Schrein könnte das sein. Wegschrein von Hundingshafen. Und das könnte auch schon der Krieger sein. Und dann nach Nordwesten. Ja, das passt sogar sehr gut. Das passt wie die Faust aufs Auge. So, guck mal. Oh, guck mal. Durgorod. Was soll ich nur tun? Mutter wird mich umbringen. Ey, warte mal, die Quest kenne ich irgendwo. Ach, die kenne ich aus der Beta. Was passieren würde. Ich kann auch gar nichts richtig machen. Was ist los? Mutter hat mich hergeschickt, damit ich irgendein großes Monster töte. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Warum nicht? Nun, ich hasse eben Gewalt. Und ich bin etwas vergesslich. Ich will eigentlich nur Waffen herstellen, anstatt mit ihnen auf irgendetwas einzuhauen. Aber ich habe Mutter versprochen, es wenigstens einmal zu versuchen. Werdet ihr mir helfen? Ich scheine mein Schwert verlegt zu haben. Wo habt ihr es zuletzt gesehen? Dort drüben hatte ich einen furchtbaren Kampf mit ein paar Monstern. So, okay. Dann helfen wir mal den Typen. Genau, die Quest habe ich hier nämlich in einer Beta gespielt gehabt. Und da dachte ich mir, Mensch, ist das geil, das Spiel. So. Problematik war bloß in der Beta, war das sehr überlaufen. Geht ohne mich weiter. Und, ja. Hab hier drüben noch was zu erledigen. Und wenn da 40.000 Leute auf ein und dasselbe Monster einschlagen, ist das dann halt ein bisschen oll. Und dann denkst du immer so, boah, Mann, ey. Macht doch keinen Spaß. Und deswegen habe ich das Spiel eigentlich schon abgeschrieben gehabt. Aber mittlerweile, wenn die Server jetzt nicht mehr so überlaufen sind, macht es dann schon wieder einen Heidenspaß, möchte ich schon mal so sagen, ja? Der Anblick des alten Schwerts meines Vaters erfüllt mich mit Tapferkeit. Ich werde das schaffen, denke ich. Was macht ihr hier drüben? Ich war gerade dabei, den Köder vorzubereiten. Ohne den wird die Bestie nicht aus dem Wasser kommen. Zumindest hat Mutter das gesagt. Nun, hier ist euer Schwert. Was kommt als nächstes? Jetzt locken wir das Monster raus und töten es. Einfach, oder? Ich hoffe wirklich, dass das Mutter meine Tapferkeit beweist. Ich bin bereit. Na dann mal los. Bitte bleibt in meiner Nähe. So, jetzt läuft der Typ da los. Diese Schlammkrabben sind gefährlich. Schlammkrabben, ja. Wie gefährlich diese sind, das hat man ja schon damals gemerkt. Da ist es. Der hat schon wieder sein Schwert liegen lassen, wa? Naja, das ist halt echt kein Kämpfer. Der ist wahrscheinlich wieder weggerannt und hat sein Schwert fallen lassen. Könnte man meinen. Habt ihr gesehen, wie groß dieses Ding war? Und diese Zähne? Freut mich, dass ihr es hinter euch gebracht habt. Ihr habt mein Schwert gefunden. Vielen Dank. Ich will ein Krieger werden und Mutter stolz machen. Aber ich liebe doch auch das Schmieden. Was meint ihr? Soll ich ein Krieger werden oder ein Schmied? Eure Mutter hat recht. Übt nur fleißig weiter und ihr werdet schon noch ein großer Krieger. Ich sag, der wird Schmied. Werd Schmied. Ihr sagt es. Ich kämpfe nicht mehr. Ich werde Waffen für andere herstellen. Daran wird sich Mutter einfach gewöhnen müssen. Vielen Dank für alles. Ja, gerne. Und danke für die 85 Gold. Sucht mich in Hundingshafen auf.